Oh, hey. Schluss mit der guten Laune. Denn es ist ein schwarzer Tag. Vor kurzem wurde das Ende Deutschlands beschlossen, so wie wir es jetzt noch kennen. Denn vor kurzem wurde im Bundestag tatsächlich für eine Teillegalisierung gestimmt vom Nervengift Cannabis, aka Kiffgras, aka der erste Schritt zu Crystal Heroin Mess. Deshalb erst einmal eine Schweigeminute für jeden Cannabistoten. Es gibt keine. Bereits im Koalitionsvertrag der Ampelregierung wurde das als Vorhaben festgehalten und nun ist es tatsächlich geschehen. Letztes Wochenende stimmte der Bundestag für das neue Cannabisgesetz. 407 Ja-Stimmen, 226 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Das waren die Kiffer, denen ist sowieso alles komplett egal. Eine der Ja-Stimmen kommt übrigens tatsächlich von der AfD und damit sind sie für mich jetzt tatsächlich absolut unwählbar geworden, diese Vaterlandsverräter. Deutschland wird sich ab dem 1.4., denn ab da soll das Gesetz dann wirksam sein, für immer verändern. Keine horrenden Geldstrafen mehr für Menschen, die einfach nur eine gewisse getrocknete Pflanze in der Hosentasche hatten. Keine Hausdurchsuchungen der Polizei mehr für Menschen, die einfach nur eine gewisse Pflanze zu Hause stehen haben. Keine Sozialstunden mehr für Menschen, die niemandem anderen geschadet haben, als sie selbst mal Kiffgras geraucht haben. Das wird nicht mehr mein Deutschland sein. Aber zum Glück haben die Retter des Abendlandes noch nicht komplett aufgegeben und leisten weiter Widerstand gegen dieses Vorhaben, was den absolut wirksamen und wichtigen Weg der Verbotspolitik der letzten 100 Jahre verlassen soll. Allen voran Daniela Ludwig, ehemalige Drogenbeauftragte der letzten Bundesregierung, wo noch alles okay war, die in ihrer Amtszeit für vieles Wunderbares gesorgt hat und deren größte Errungenschaft wohl dieser Clip hier ist. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay? Okay. Ich glaube, alleine dieser Clip hat die Legalisierungsdebatte ganz allein entschieden, weil er so schön die sachlichen Argumente der Verbotsbefürworter aufzeigt. Daniela Ludwig auf jeden Fall schrieb auf Twitter bezogen auf die Ausführungen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur jetzt kommenden Teillegalisierung das hier. Lauterbach plädiert im Bundestag für die Legalisierung von Cannabis und warnt gleichzeitig nachdrücklich vor Hirnschädigung durch Konsum. Was fragt man sich denn? Statt komische Argumente zu bringen, kommt jetzt einfach gar nichts mehr. Warum auch? Es geht doch nur noch um die Emotions. Also, ich frage mich, ob Daniela Ludwig an diesem Punkt tatsächlich so kurz davor stand, es zu verstehen. Weil die ganze Bundestagsdebatte vor der Abstimmung zur Legalisierung hat es ja eigentlich mal wieder gezeigt, wie sehr die Leute so aneinander vorbeilabern. Diejenigen, die gegen die Legalisierung waren, haben vor den Gefahren von Graskifferei gewarnt. Allen voran natürlich, dass man, wenn man sich stoned einen von der Palme wedelt, taub werden kann, glaube ich. Wie bitte? Die Legalisierungsbefürworter wiederum haben für die Legalisierung argumentiert. Und das sind tatsächlich ganz andere Dinge. Weil jetzt kommt etwas, was man nur nach 5 Maß Bier wahrscheinlich so richtig verstehen und durchdringen kann. Man kann gegen Graskonsum sein und deswegen für die Legalisierung sein, weil man versteht, dass man besser vor Gras schützen kann, wenn man es kontrollieren kann und das geht nur, wenn es legal ist. Crazy. Darauf erstmal eine dicke Lunte, einen schönen Jibbo, eine ordentliche Palme, ein Sticky-Iggy. Hauptsache aber nicht mehr Bubatz sagen. Apropos Bubatz, ein Beitrag in der Bundestagsdebatte vor der Abstimmung, der intellektuell so schädlich war wie ein dicker Cannabinoid-Bubatz, war der von Stefan Pilsinger von der CSU. Der redete natürlich gegen die Legalisierung und wurde zwischenzeitlich durch eine Nachfrage darauf aufmerksam gemacht, selbst im Wahlkampf sein Gesicht auf Bierdosen gedruckt zu haben. Pilsinger halt. Und dieser Herr Pilsinger machte seinem Namen dann alle Ehre und beendete sein Plädoyer mit diesen Worten. Wir sagen ganz klar, wir wollen ein Land mit weniger statt mit mehr Drogen. Und deswegen werden wir nach der nächsten Wahl Cannabis wieder verbieten. Bald ist Bubatz wieder illegal. Vielen Dank. Bald ist Bubatz wieder illegal. Ganz ehrlich, mir ist mittlerweile alles scheißegal, aber ich habe nur eine Bitte. Lass bitte aufhören, Bubatz zu sagen. Da sterben einem alle Gehirnzellen weg. Apropos Sterben. Hierzu gab es auch einen wilden Tweet der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin mit einem Zitat des Landeschefs Bodo Pfalzgraf, welcher zum geplanten Cannabisgesetz sagte, dieses sei unausgegoren, ideologiebehaftet, in sich widersprüchlich und letztlich eine Lizenz zum Töten. Das Cannabisgesetz. Eine Lizenz zum Töten. Wer kennt auch nicht den alten Filmklassiker aus dieser Bond-Reihe? James Bond 007. Cannabisgesetz.
Keine Lizenz zum Töten und erst recht keine Lizenz zum Kiffen, dafür aber eine Lizenz zum Biersaufen gibt's abschließend noch vom Ministerpräsidenten des Bundeslandes mit der größten offenen Drogenszene Deutschlands, dem Oktoberfest. Bayerns Ministerpräsident Markus fucking Söder stellte direkt mal klar, dass Bayern alles tun werde, um das Gesetz aufzuhalten. Man wolle prüfen, ob man klagen könne. Man werde versuchen, das Gesetz zu beschädigen. Und ganz generell wolle man extremst restriktiv das Gesetz anwenden. Wie genau das Bundesland Bayern das machen will, blieb erstmal das Geheimnis von Söder. Denn eigentlich sind sie ja nach dem Grundgesetz als Bundesland dazu verpflichtet, Bundesgesetze anzuwenden, weil Bundesrecht bricht Landesrecht und so einen ganzen Kram. Staatsrecht. Aber da wird sich in den Bierzelten dieses Landes wahrscheinlich schon eine gute Taktik ausgedacht worden sein. Auf jeden Fall haute Söder, der Bekämpfer der Cancel Culture und Verbotspartei Die Grünen, raus, dass wer mit dem Thema Cannabis glücklich werden wolle, der sei woanders besser aufgehoben als in Bayern. Wer Deutschland nicht liebt, soll... Wer Cannabis liebt, soll Bayern verlassen. Es sieht also so aus, dass bald nur noch in Bayern das Leben in Deutschland noch normal sein wird. Es bleibt also eigentlich wieder alles beim Alten. Weil Deutschland ein gemeinsames Land ist, ist Bayern kein Brokkoli. Okay.